Samu, danke schön fürs Abonnieren. Hey, und willkommen bei den Drachis. Hallo, servus, Leute. Entschuldige, dass ich esse. Ich bin doch ein alter Abonnent. Was? Na, entschuldige, ich habe so viele Abonnenten im Laufe der letzten Jahre gehabt. Aber mir ist schon geil, dass du neu abonniert hast. So viel Essen zum Abend. Naja, was heißt viel? Erstens mal essen ja die ganze Pizza. Und zweitens. Und zweitens bin ich ja noch bis 4 Uhr wach. So lange. Ich bin immer so lange wach. Nachtschicht. Leute, ich bin immer bis um 4 wach. Auch wenn ich immer um die Zeit streame. Nee, jetzt gerade streame ich tatsächlich nur aus einem einzigen Grund, der eigentlich total banal ist. Ich habe einen der seltenen Tage, an denen mir tatsächlich langweilig ist. Normalerweise habe ich gar keine Zeit dafür, dass mir langweilig ist, aber heute bin ich irgendwie. Trotz dass ich ein bisschen krank bin und alles, habe ich die Woche eigentlich recht gut was geschafft und mir ist heute tatsächlich mal langweilig. Du hast keine Amazon-Wunschliste mehr, ja? Hä, wie? Steht doch oben im Link, oder nicht? Steht doch oben drinnen. Muss da mal drauf schauen. Klick mal auf meinen Namen. Ach ja. Ja, Dave. Du schaust wahrscheinlich jetzt so aus wie ich. Eigentlich stimmt schon, ich sollte eigentlich um die Uhrzeit nichts essen. Leer sollte sie nicht sein. Es kann sein, dass es schon länger her ist, wenn du das letzte Mal
Wenn es schon länger her ist, dass du die gecheckt hast, ja, dann war sie mal eine Zeit lang leer. Weil es ein Fehler der Einstellung war. Das habe ich aber schon vor Wochen korrigiert. Oder vor Wochen, vor einer Woche. Ungefähr. Ich und mein Zeitgefühl. Das ist auch schon legendär mittlerweile, glaube ich. Mein Hunger ist heute gut gedeckt. Das Lustige ist immer, wenn ich bei BK bin, also ich esse nur bei BK eigentlich, wenn ich mal Burger esse. Und das Lustige ist immer, wenn ich immer bei Burger King esse, dann kaufe ich mir immer ein bisschen mehr, als ich eigentlich essen kann. Da habe ich immer irgendwie, ich kaufe mir immer 4 Burger oder was und davon schaffe ich nur 2,5 oder so. Und den Rest schaffe ich immer nicht, dann muss ich den Rest immer mitnehmen. Das mache ich aber irgendwie jedes Mal, obwohl ich genau weiß, ich schaffe das nicht. War richtig dumm. Aber letzte Woche, dann war das ein Fehler. War das der Fehler? War das der Fall? Ja, wenn das letzte Mal war, dann musst du nochmal nachgucken. Wenn jetzt was drinnen ist, sollte es eigentlich gehen. Ansonsten hast du mir jetzt einen Schreck eingejagt. Ich habe mir gedacht, das ist wieder irgendwie geändert gewesen. Temple of Silence. Music by Deuter. Alexa, zeig mir die Antwort. Okay. Musikwünsche. Kommt darauf an, es sollte was Ruhiges, Entspannendes sein. Also nach Möglichkeit nichts zu Aggressives oder so. Was Ruhiges, Entspannendes. Im Idealfall vielleicht sowas wie das jetzt gerade. Aber ich weiß, es ist die meisten nicht der Fall. Enigma zum Beispiel wäre ein guter Musikwunsch. Irgendeinen bestimmten Wunsch von Enigma? Enigma wäre zum Beispiel perfekt. Ich weiß, dass das die meisten immer gefällt. Nightwish, wenn ich mir das Lied aussuchen darf, ja. Weil dann suche ich mir nämlich ein schönes, entspannendes aus. Die alten sind geil. Die alten von Enigma sind richtig geil. Von Enigma kann ich dir alles Mögliche spielen, weil Enigma richtig geile Sachen hat. Und Nightwish suche ich mir halt was aus, was halt auch gut passt. Dann versuche ich das mal in der Kombination zu kriegen. Moment, was nehme ich denn da von Enigma? Dann wäre bei Enigma was sinnvoll, was an Gesang hat. Dann kann man den Übergang zu Nightwish besser machen. Dann spiele ich erst Enigma und dann Nightwish, weil dann haben wir einen schöneren Übergang. Dann spielen wir das von Enigma. So, und welches spiele ich dann von Nightwish? Bleib so wie du bist, ich feiere dich. Dankeschön. Was wäre mit Enya? Enya kann ich auch spielen. Enya ist fast auch egal, was ich spiele. Dann wäre sogar, theoretisch gesehen könnte ich Enigma, dann Enya und dann Nightwish spielen. Das würde dann vielleicht mit Nightwish zwar ein bisschen dauern, aber dann würde der Übergang sanfter gehen. Dann ist nur die Frage, was ich von Nightwish spielen könnte. Bei Enigma und bei Enya hätte ich schon eine Idee. Zwischen zwei Liedern eigentlich. Auf jeden Fall fände ich das gut, wenn man Enigma und auch Enya hat, dann wäre es, wenn es zwar eine Frauenstimme, dann fände ich es bei Nightwish gut, wenn es eine Männerstimme wäre, damit fallen ziemlich viele Lieder schon mal weg. Also ich schwank tatsächlich zwischen Well, Why Your Lips Are Still Red und The Islander.
Wobei ich glaube, die Islander wäre fast noch besser. Anya, Wild Child. Bei Enya hätte ich bei Enigma hätte ich tatsächlich das. Oh Gott, warte, wie heißt das? Bei Enigma hätte ich Return to Inconsac gespielt. Das ist das, was ich so gerne mag von Enigma. Da wäre ein guter Übergang zu Enya, einem Lied von Herr der Ringe von Enya gewesen. Und dann wäre ein guter Übergang zu The Islander gewesen. So hätte ich das jetzt zumindest gemacht. So vom rein auflegenden Style her. Oder alles von Wolves in the Throne Room. Kenne ich nichts, tut mir leid. Das kenne ich gar nicht tatsächlich. Oh, Mann, da sind sie jetzt hier. Vertrau mir, Drache. Vertrauen ist so eine Sache. Von allem auf der Welt, um was du mich beten könntest, ist Vertrauen das Letzte, was ich dir geben kann. Aniron aus Herr der Ringe. Ist da super. Das war auch mal noch nicht gedacht, oder? Anders mal spielen, wenn es nicht ganz so, weil heute bin ich wirklich ein bisschen so, haben wir vielleicht heute Mittag schon im Stream gemerkt, oder heute Abend, gestern Abend, wie auch immer, gegen 8 Uhr habe ich ja schon mal gestreamt. Bräuchte wäre richtig geil. Das Mischpult, wo ich direkt richtig auflegen könnte. Or for sin. So, ich würde das hier spielen. Hey. Dann das. Und dann würde ich Nightwish die Islander spielen. Yeah.
Ich werde mal versuchen, deine Wishlist, Watchlist anzugucken, meinst du wahrscheinlich. Und mache dann ein Feuer hier. Ist das erst knapp 21 Uhr, hau rein, Drache. Was? Mache dann ein Feuer? Hier ist es knapp 21 Uhr. Was? Wie? Wie kann es bei dir 21 Uhr sein? Es ist fast 2 in der Nacht. Wolltest du nicht Nightwish haben? Jetzt verkrümelst du dich, oder wie? Na gut, wie auch immer. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao. Lebe nicht in Deutschland. Ah ja. Handy bei Juno. Wie kann ich mit dem Handy deine Amazon Watchliste öffnen? Ich habe keine Ahnung, vermutlich gar nicht. Ich vermute, das geht nur, wenn ich nicht online bin. Weil du musst dafür auf mein Profil gehen oder meinen Namen, da kannst du dann öffnen. Aber ich vermute mal, das geht ja. Du musst es rauskopieren und dann musst du es in Ding reinmachen, weil Juno lässt leider die die Links dazu in der Beschreibung. Dafür kann ich aber leider auch nichts. Ich habe das eigentlich programmiert. Wenn ihr allerdings auf meinen Account auf YouTube geht, auf meinem Hauptaccount, auf Drachenlord, oder halt Rainer Winkler heißt er mittlerweile, dann müsst ihr mal schauen. Man müsste oben im Banner oder generell in den Infos müsste der Link auch nochmals sein. So kommt er auf jeden Fall drauf. Nimmst du Gäste? Nein, ich nehme keine Gäste. Also muss ich mir ein bisschen aufhören. Entweder das oder du schaust dann mal auf meinem Gaming, auf meinem Hauptaccount auf YouTube. Da müsste der Link gehen.
Keine Sorge, ich habe nicht vor, mich aufzugeben. Spiel, hey, Spiel. Ich habe so eine merkwürdige Art zu gähnen. Alle halten die Hand so vor den Mund, wenn sie gähnen, ich halte sie so vor den Mund. Aber auch immer irgendwie so, wie so eine Bärentatze. Ganz merkwürdig. Danke, Moon. Vielleicht sollte ich mich auch mal bald hinlegen. Ich bin total verschnupft, ey. Ach. Zu gähnen, jetzt hätte ich auch müde. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe euch gesagt, ich bin nur deswegen live, weil ich weil mir langweilig ist. Und wenn mir langweilig ist, dann fange ich eben an zu gähnen. Kann ich schlecht was gegen ihn machen. Dann schreit jetzt mache ich schlapp. Bis 4 ist noch ein bisschen. Lass dich im Loch verführen. Alter, was war denn das? Ich hab den Gitarrenanschlag sogar in den Fußspitzen gespürt. Boah, ich liebe diesen Song, ey. Und ich habe ihn schon live gesehen. Mega geil. Aber Nightwish macht mir die geilsten Balladen überhaupt. Ganz ehrlich. Selten so geile Balladen im Metal gehört. Dafür. Kein Problem, die Islander spiele ich immer gerne, aber ich habe das so selten gespielt in der letzten Zeit, dass ich eigentlich dir danken solle, dass ich dran gedacht habe, es heute mal zu spielen. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat. This is for unforgotten, right at the end of the world. Horizon cloud. Alter. Okay.
Alter, wo kommt diese Stimme her? Mega. Ich fühle auch das erste Mal meine Stimmbänder vibrieren beim Sprechen und auch beim Singen. Das ist ja geil. Level up, oder was? kannst du dir vorstellen, irgendwann eine Familie zu gründen? Also eigene Kinder zu bekommen? Also es wird ein bisschen schmerzhaft, wenn ich Kinder bekomme. Vermutlich schmerzhaft als bei jeder Frau. Nee, ja, ich will ja schon ewig Kinder. Interessant. Wenn meine Stimme lauter wird oder wenn ich lauter versuche, den Ton zu treffen, dann spür meine Stimmbänder nicht mehr. Merkwürdiges Gefühl. Nach dem Song bin ich dann weg. Ich sage jetzt schon mal gute Nacht, Drache. Bis dann. Alles klar, dankeschön fürs Zuschauen und hau rein. Schönen Abend dir noch. Du hast ja erst noch einen Abend vor dir. Also schönen Abend dir noch. Für uns ist es jetzt auch fast zwei. Wieder ein schönes Lied. Jetzt geht mein Handy ab. Oh, Evanescence. Evanescence können wir auch noch mal spielen. Ach Leute. Warum es nicht immer so laufen kann, wie es so im Chat, verstehe ich nicht. Wenn ich ein Low Level eigentlich nur ein Low Level anmache oder generell, warum muss ich überhaupt ein Low Level das so anmachen? Warum kann man sich nicht immer so benehmen? So vernünftig und anständig. Das wäre doch mal was. Nachts ist halt alles besser. Naja, nee. Das liegt daran, dass wir den Low-Level anhaben, also dass ich den Abonnenten-Chat anhabe. Ich kann es dir mal zeigen, kann ich dir mal demonstrieren. Hab ihn mal eben ausgemacht. Ich garantiere dir, das liegt nur am Abonnenten-Chat. Das ist kein Low-Level und gar nichts, also das kann jeder schreiben quasi. Hi, hallo. Hallo Drache, guten Abend. Darüber wäre es schlimmer, aber es macht jetzt keinen. Aber es ist auch trotzdem jetzt auch nicht viel besser.
So, ich hoffe, die Demonstration hat gereicht. Hat gereicht. Dachte ich mir doch. Die Sache ist halt, ich mache diesen Job schon verdammt lange. Und ich habe halt immer wieder, ich habe das ja immer wieder versucht, ja, immer wieder versucht, den Low-Level anzumachen, auszumachen. Ich habe immer wieder versucht, den Abonnenten-Chat anzumachen, auszulassen. Ich habe so viel versucht, damit nicht alle da draußen nur am Rumhaten, nur am Rumbelästigen oder nur am Scheiße bei uns sind. Und leider sind es tatsächlich nur die wenigen Leute, die abonnieren und ein paar wenige unter den normalen Zuschauern, die nicht abonnieren. Wobei die Mehrheit von den Leuten dann trotzdem lieber abonniert, weil dann ist es nämlich ruhiger im Chat. Und das ist natürlich immer blöd für die Leute, die nicht abonnieren oder nicht abonnieren können oder nicht wollen. Natürlich ist es immer ein bisschen blöd, aber es hilft da leider nichts. Wobei viele Leute, wie zum Beispiel Mjölnir schon gesagt haben, Mjölnir ist ja jemand, der ist schon sehr, sehr lange dabei. Der hat auch schon sehr, sehr oft gesagt, ihm ist es lieber, der Abonnentenchat ist an und der kann nicht schreiben. Ich glaube, Mjölnir war es. Als wenn der Abonnentenchat aus ist und die ganze Zeit nur Beleidigungen und Scheiß durch die Gegend fliegt. Kurz gesagt, die Mehrheit von den Leuten, die nicht abonnieren kann oder nicht abonnieren will, ist damit trotzdem zufrieden, wenn der Abonnentenchat an ist, einfach deswegen, weil dann der Chat auch sich vernünftig verhält und man sich auch normal unterhalten kann. Wie eben normale und erwachsene Menschen das eigentlich tun sollten. So. Jetzt sind wir aus der Musik irgendwie doch komplett rausgeswitcht, was ich eigentlich wollte, ne? Was hören wir uns als nächstes an? Da hatte ich eine richtig gute Idee, die fällt mir aber gerade nochmal ein. Machen wir das Lied. Within Temptation ist immer eine gute Idee. Und das Lied sowieso. Stand my ground. Stehen am Abgrund. Zum Frühstück gab es eine tolle Linie überbacken. Beziehungsweise du meinst gestern. Weil heute habe ich noch. Na gut, ich habe schon ein Stückchen Pizza gegessen. Das war's aber. Hört sich gut an. Wie kommen die Hater eigentlich immer auf diese komischen Namen? Ach, ist ganz unterschiedlich. Ein paar Namen machen sie, weil sie meinen, mich damit nerven und ärgern zu können. Ein paar Namen denken sie sich einfach selber aus und nerven mich damit jahrelang und dann denke ich mich halt irgendwann mal drüber auf und dann haben sie halt ihren Namen quasi dadurch. Bei anderen Namen beleidigen sie mich einfach und es sind einfach irgendwelche Kombinationen von fett, dumm, hässlich, Oger, Drache, Dreche, Drachen, Laird, Lard, Lord, wie auch immer. Metal immer falsch geschrieben natürlich auch. Im Prinzip in dem mittlerweile meistens vergeblichen Versuch, mich in irgendeiner Art und Weise zu triggern, klar. In einem von 10 Fällen, in einem von 20 Fällen funktioniert es mal, aber sie haben immer noch nicht verstanden, dass die Zeiten des Hates vorbei sind.
Auch wenn es noch einzelne Fälle gibt und einzelne Situationen gibt, die Zeit des Hatens ist vorbei. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Okay. Das Einzige, was mich immer noch hatet, ist meine Alexa. Schon gedacht, erzähl. Echt lächerlich. Wenn man bedenkt, dass einige von denen tatsächlich seit 3 oder 4 Jahren dabei sind, wie zum Beispiel Affenkeks, und die immer noch Scheiße bauen, ja, das ist durchaus lächerlich. Vor allem ist es durchaus erbärmlich, einen fetten BMW zu fahren, anscheinend in seinem Leben viel erreicht zu haben, weil man sich das leisten kann, und dann herzukommen und mir auf die Eier zu gehen mit dem Versuch, in dem vergeblichen Versuch, auch noch anständig zu sein und dann auch noch für die anderen irgendwie Videos hochladen zu können, was auch hinterher mir noch hilft, die Person anzuzeigen, was ihr aber im Nachhinein nichts geholfen hat, weil es vorher gesaved wurde, bevor es wieder gelöscht wurde. Kurzum, die Personen jetzt sowieso gearscht sind. Aber gut, das ist eine andere Situation. Jedenfalls hoffe ich, dass die meinen Torhammer nicht verkauft haben, weil den will ich wieder haben. Weil der ist nämlich für mich echt wichtig gewesen. Das war mein erster Torhammer, den ich je hatte, und es war für mich sehr wichtig, das Teil. Aber da sieht man mal, wie niedere Instinkte manche Menschen haben. Kommen hierher, greifen mich an, klauen meine Sachen. Ja, das ist definitiv mutig. Für mich gut, für ihn schlecht. Man hat nicht gesehen, wie ich ihm eine zementiert habe. Hat sich aber geil angefühlt. Ach, bleiben wir doch mal bei Neid, bis wir schon dabei sind. Hey Drache, servus Remy, alles klar bei dir? Alles bestens, wie geht's dir? Bisschen müde, langweilig ist mir auch. Ansonsten ein bisschen krank, aber ansonsten geht's mir gut. Metal Runner, servus, Alter, alles klar, Moritz? Ich finde die Stimme von der Sängerin von Within Temptation so mega. Ich muss dazu sogar sagen, ich finde die Stimme von der Sängerin von Nightwish sogar. Ich finde die Sängerin von Within Temptation hat sogar eine bessere Stimme als die Sängerin von Nightwish. Und zwar alle drei zusammen. Ich spiele eigentlich auch CSGO. Ich nö. Wie viele Jahre muss ich euch eigentlich predigen, dass ich keine Shooter-Spiele oder Ballerspiele spiele, bis ihr endlich begriffen habt, dass ich keine spiele? Age of Empires 2 habe ich vor 10 Jahren mal gespielt. Oder vor 12 Jahren, 15 Jahren. 15 Jahre kommt gut hin. 15 Jahre, Alter, das sind auch schon, da war ich auch schon 14, ey.
Ich hab jetzt nur den Betreff der E-Mail gelesen, da stand irgendwas von wegen Zeiten vorbei. Schon ist die E-Mail gelöscht. Und wie lange die Zeiten schon vorbei sind? Die Zeiten sind schon so lange vorbei, seit ich mich nicht mehr damit beschäftige und mich nicht mehr aufrege. Also seit etwa einem halben Jahr. Klar habe ich immer noch mal so kleine Situationen, wo ich einen schlechten Tag habe und mich aufrege. Klar habe ich noch mal so Situationen, wo ich abgehe und mich umschreibe wie Drecksau. Aber ist euch noch nicht aufgefallen, dass diese ganzen Situationen immer mehr ins Minimale rutschen? Ihr seid nicht mehr relevant. Und die einzigen, die hier noch rumschreien und sich wie Kleinkinder aufführen, seid ihr, also die Hater. Folglich werdet erwachsen. Und ja, das sagt euch ein 29-jähriges, fettes, kleines Kind, was hier gerade vor euch in der Kamera sitzt. Ich akzeptiere, dass ich ein kleines Kind bin. Könnt ihr es auch? Offensichtlich nämlich nicht. Ich lebe nur mein Leben und versuche darin klarzukommen. Ihr allerdings beschwert euch wegen jeder Kleinigkeit und alles. Und ich glaube, ich kriege jetzt gleich wieder 30 E-Mails in dem gleichen Gewissheit und ich sage gleich von vornherein. Damit beweist ihr nur, dass das, was ich gerade gesagt habe, richtig ist. Ihr bäumt euch immer dann auf, wenn ich sage, dass ihr nicht mehr relevant seid. Lasst es gut sein. Hört endlich auf zu haten. Wir sind hier nicht im Kindergarten. So, das nächste Lied ist von Onak. Ein richtig schönes Lied. So, gibt es aber eine HD-Auflage auf Stream? Was? Na und? Die habe ich auch und weiter. Die Siedler-Teile sind mega. Die Siedler mochte ich nur, ich glaube, 4 war's. Warum kann man Ballon nur über die Handy-App kaufen? Hä? Kann man doch eigentlich auch über ein Ding, oder nicht? Also ich hab aber schon so oft gehört, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Also ich kann es über einen Browser machen. Ich habe es noch nie über das Handy versucht. Und ich habe auch nur 3 oder 4 Mal in meinem Leben Ballon gekauft. Eine Fehlermeldung. Tja, und da ist schon wieder die nächste E-Mail. Ich habe doch gesagt, ihr sollt es mit den E-Mails lassen. Ihr beweist damit lediglich, wie lächerlich ihr seid und wie lächerlich ihr euch aufführt. Und gleich kommt die nächste. Wett mal, wenn man das nächste Mal quietscht, ist es mit Sicherheit wieder eine E-Mail. Ihr kapiert es einfach nicht. Ihr seid nicht relevant und egal wie oft ihr mir eine E-Mail schickt, ich lösche sie einfach. Ihr verschwendet eure Freizeit und eure Zeit generell damit. Lasst es bleiben. Schau ich angepisst aus. Ich bin gelangweilt von eurem kleinen Kinderkram. Was habe ich gesagt? Da ist die nächste E-Mail. Ich brauche nicht mehr nachschauen, weil ich sehe es im Browser oben, nämlich zeigt mir in Klammern 1 an. Lösch dich. Nein, warum sollte ich? Ihr seid nach Jahren absolut nicht mehr relevant, also lösche ich mich mit Sicherheit nicht. Warum sollte ich? Wenn es dir nicht gefällt, schau woanders zu. Kein Mensch interessiert sich für dich. Und es wird so bleiben. Weil du dich wie ein Arschloch aufführst. Und wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dass sich für Arschlöcher im Prinzip nur andere Arschlöcher interessieren. So, bekomme immer eine Fehlermeldung, bekomme auch immer Fehlermeldungen. Dann suche ich jetzt mal schnell mein Handy. Kannst du gerne machen. Ich weiß echt nicht, wo der anders liegt. Das musst du mal gucken. Remy, Dankeschön. Alter, hat das doch geklappt? Vielen lieben Dank, Remy, für die 1000 Barren. Du Verrückter, ey. Hau da hier vorhin 1000 raus. Dankeschön. Hab's über Handy gekauft. Dankeschön, Großer.
Achso, soll ich euch übrigens sagen, wollen wahrscheinlich noch mehr E-Mails dann in den nächsten paar Minuten eintrudeln werden. Deswegen, weil die Hater zwar als Kollektiv zusammenarbeiten, wenn es darum geht, mich fertig zu machen, wenn sie sich aber in ihrer Ehre verletzt fühlen, dann sind sie sich immer uneinig. Dann manche sagen, ey, schickt da nichts mehr, und andere sind so angepisst davon, dass sie erst recht was schicken, auch wenn die anderen eigentlich sagen, lasst es. Weil ja, damit spielt ihr ihm nur in die Arme. Deswegen haben jetzt 2-3 Leute nochmal eine E-Mail geschickt und werden vermutlich auch noch mehr sein, je nachdem, wie viele Hater gerade da sind. Andererseits, wenn man bedenkt, dass es gerade bloß 3 E-Mails oder eigentlich 4 E-Mails waren, sagen wir mal, das waren alles verschiedene Leute, das ist nur mal die Annahme, dann würde ich sagen, und ich gehe davon aus, dass es sehr stark eine Person war, wären 4 Leute auf einem Stream von 125 Leuten eigentlich eine sehr gute Bilanz im Vergleich zu früher. So. Celtic Woman. Oh, das ist ein schönes Lied. Turner Knock. So, Schwaberion. Dankeschön für die 50 Barren. Kann man die eigentlich auch direkt senden oder geht das bei den Barren nur allein? Ja, du kannst mir nur Barren schicken. Anders kannst du mir spenden. Außer du willst mir irgendwas du kannst mir nur Barren spenden, außer du willst mir was direkt aus meiner Wunschliste von Amazon kaufen. Dafür gibt's die nämlich. Weil alle immer gemeint haben, ja, kann man da nicht irgendwas machen, dass man dir direkt was spenden kann, wovon du auch mehr hast. Ihr könnt gerne das Zeug auf Amazon, wenn ihr wollt, könnt ihr mal gucken, ob da was dabei ist vielleicht. Im Moment sind da relativ teure Sachen drin. Ich erwarte auch nicht, dass da irgendjemand was dafür ausgibt. Aber weil es halt immer viele Fragen hat, habe ich gedacht, ich mache es mal so. Ich werde demnächst mal schauen, für Weihnachten werde ich dann noch ein paar Sachen reinpacken, die ich dann für Weihnachten noch brauche. Da werde ich euch aber noch Bescheid geben. Und ich habe übrigens meinen Merchandise überarbeitet. Also hier kommt ja ab und zu mal der Merchandise-Link hier oben. Perfektes Timing. In dem Merchandise-Link, es gibt neue Merchandise-Sachen. Sind nicht viele, aber ein paar Sachen sind neu. Damit unterstützt du mich übrigens auch. So, ich habe dich eben nur gefragt wegen CSGO, weil du ja auch Overwatch spielst. Was ist auch ein Ego-Shooter wie CSGO? Nee, das ist kein Ego-Shooter wie CSGO, das kannst du nicht sagen. Das ist eher wie ein MOBA-Game. Es ist kein MOBA, es ist mir klar, da kommt die nächste E-Mail vom nächsten Pfosten. Wie oft willst du uns noch beweisen, wie erbärmlich du bist? So, ab in die Spam-Ecke. Es war jetzt zum Beispiel die gleiche E-Mail von der einen Person. Jetzt muss ich jetzt im Spam-Filter landen. Overwatch kannst du auf gar keinen Fall mit CSGO vergleichen. Erstens mal ist es viel geiler. Und zweitens, nee, das kannst du nicht vergleichen. Vom Stil her ist es mehr wie ein MOBA-Game. Du hast 2 Healer dabei, du hast einen Tank dabei, außerdem ist nicht jeder von denen ein Schütze. Die greifen mit einem Nahkampf an, mit einem Hammer, mit einem Schwert, es gibt Leute, die greifen mit einer. Leute, die können fliegen und greifen mit einem Raketenwerfer an. Es gibt Leute, die haben ein Schild, es gibt Leute, die haben Heilung. Es gibt Leute, die greifen mit einem Bogen. Das kannst du auf gar keinen Fall mit einem Ego-Shooter vergleichen. Das kannst du nicht. Geht nicht. Ja, es ist schon ausgewiesen. Es ist aber eigentlich mehr da als die nächste E-Mail vom Nefosten. Wie lange wollt ihr das ganze Spielchen denn noch durchziehen? Wie lächerlich. Da hat noch tatsächlich jemand Kooperation von Gronkh reingeschrieben. Wie lächerlich ist das denn? Also als ob ich da auf so einen Blödsinn reinfalle. Außerdem bezweifle ich, dass mit einer E-Mail von Alexander blablabla.com blablabla, dass es eine E-Mail ist, die von Gronkh kommt. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Weil ich schaue ja so blöd aus, dass ich sowas definitiv reinfalle.
Ich habe das nur gelesen, oder da stand irgendwas in der Beschreibung wieder. Also in wie heißt das? Im Betreff. Wie lächerlich, ey. Außerdem hat er andere Möglichkeiten, mich zu erreichen, wenn nötig. Schätze ich mal. Der braucht dafür nicht so einen Quatsch machen. Stimmt. Ich könnte mal wieder Overwatch spielen. Guter Plan. Ist ein Shooter. Es ist ein Shooter ausgewiesen. Ja, zum zweiten Mal jetzt. Es ist ausgewiesen als Shooter, es spielt sich aber wie ein MOBA. Zum zweiten Mal jetzt. Hast du es jetzt verstanden? Ich sage nicht, dass es ein MOBA ist, sondern dass es sich wie einer spielt. Außerdem ist nicht jeder Charakter ein Schütze. Es gibt einen Typen mit dem Hammer, es gibt einen Typen mit dem Schwert und so weiter. Es gibt einen Typen mit einem Bogen. Es gibt einen dicken Affen, der greift mit den Fäusten an und mit einer Blitzkanone. Es gibt Ultis, es gibt Fähigkeiten, es ist kein Shooter vom Spielstil her. Ausgewiesen ist er als Shooter, ja. Aber wenn ihr mich fragt, ist das eine Fehlerausschreibung. Ich habe es noch nicht selbst. Warum glaubst du mir da nicht, wenn ich dir das sage? Okay, ist irgendjemand hier, der Overwatch spielt? Kann der demjenigen mal bitte sagen, dass er sich wie ein MOBA-Game spielt? Wenn er es nicht mir glaubt, kann er es ja jemand anderen glauben, hoffentlich. Wenn du Let's Play of Juno gesehen hast, dann solltest du wissen, dass es kein normaler Shooter ist. Und es mit CSGO absolut, oder generell mit. Es ist mit keinem anderen. Ich habe in meinem Leben wirklich viele Spiele gespielt. Von Shootern über Action, Adventure bis hin zu Point-and-Click-Adventure-Spielen. Oder Point-and-Click-Spielen. Und Wimmelbild-Spielen. Ich habe in meinem Leben kein Spiel gesehen, was sich so verhält oder so spielt oder so aussieht wie Overwatch. Auch nichts, was vergleichbar ist. Außer man vergleicht es mit einem MOBA-Game, was Shooter ist. Aber es ist eben kein Shooter, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach, das ist eine Fehlerausschreibung von Blizzard. Das ist eigentlich. Ich würde es nicht als Ego-Shooter, sondern als MOBA-Shooter auslegen. Was dann eigentlich eine neue Kategorie sein sollte. Ich spiele es seit ein paar Monaten. Es ist auf jeden Fall kein klassischer Shooter, ja. Drache hat recht. Ich spiele Overwatch auch seit mehr als 800 Stunden. Mit so vielen Stunden kann ich nicht mithalten, aber ich spiele jetzt auch seit 3 Jahren, 4 Jahren, habe allerdings nicht so viele Stunden. Also es ist kein ich würde eine neue Kategorie für dieses Spiel entwickeln, und zwar ich würde dafür eine neue Kategorie erfinden, und es wäre MOBA Shooter oder Shooter MOBA von mir aus. CSGO habe ich 3500 Stunden. Und ich halte mich immer für einen kranken Zocker, ey. Dann würde mich immer interessieren, Remy. Würdest du Overwatch mit CSGO vergleichen? Wenn du so viel Spielerfahrung bei beiden Spielen hast, würde mich das mal interessieren, wie du das einschätzen würdest. So viel Zeit für ein Spiel geopfert. Ich verstehe nicht, wie man sich so. Also, ich verstehe vor allem gar nicht, wo ihr die Zeit hernehmt, ey. Also ich hätte dafür nicht so viel Zeit. Und ich habe wirklich viel Zeit ins Spiel gesteckt. Ich glaube, selbst in Zelda habe ich nicht so viel Zeit reingesteckt. Und in Zelda habe ich echt viel gespielt. Ich glaube, wenn ich alle Stunden von Zelda so grob zusammenrechnen würde, würde ich vielleicht auf 1000 Spielstunden kommen. Und ich habe Zelda wirklich ausführlich gezockt. Ich komme vielleicht auf 2000, vielleicht 3000 Spielstunden bei Zelda, aber das mit allen zusammen.
In Skyrim knapp 200, glaube ich. In Skyrim habe ich knapp 200 Spielstunden. Also selbst da habe ich nicht so viel. Aber jetzt würde mich mal interessieren, Remy, wie würdest du das Ganze denn beurteilen? Würdest du CSGO mit Overwatch vergleichen? Ich habe einen Dota 2500 Stunden. Ey, ist ja doch alles wahnsinnig, ey. Ich glaube, Skyrim ist. Ich kann mal nachschauen. Wir hatten das bereits mal. Oh. Da habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Jetzt habe ich 6 Nachrichten. Nee. Jetzt habe ich 7 Nachrichten von Opfern, die hier gerade wieder auf Kindergarten machen wollen. Oh Mann. Habt ihr denn echt nichts Besseres zu tun an einem Samstag oder an einem Freitagabend, als hier irgendjemanden auf die Eier zu gehen und dem E-Mail zu schreiben, der euch dann sofort in den Spam-Filter packt? Na gut, Opfer eure Freizeit. Ich persönlich hätte Besseres zu tun. Hey, bist du noch da? Remy ist eingeschlafen. Alleine die ganzen Spielmodis. Alleine die ganzen Spielmodis sind unterschiedlich in den beiden Games. Alleine die Spielmodis? Hast du in CSGO wirklich jemanden, der mit dem Hammer auf die Gegner losgeht und ein Schutzschild als Fähigkeit hat? Plus eine Fähigkeit, vorzudashen und jemanden an die Wand zu klatschen? Oder die Fähigkeit, als ultimative Fähigkeit, auf den Boden zu donnern und in einem bestimmten Radius alle zu lähmen, die in diesem Radius stehen, von den Gegnern? Bezweifle ich irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Generell. Also die Unterschiede, ich habe CSGO nur minimal gespielt. Es gibt natürlich auch nur in Overwatch. In Overwatch, das stimmt gar nicht. Also die Fähigkeiten der Charaktere sind zwar nicht ganz so viele wie zum Beispiel in einer MOBA. In einer MOBA hat man normalerweise 5 oder 6 Fähigkeiten pro Charakter, die auch bei jedem Charakter ein bisschen anders sind. Da gibt es auch Gegner, die auf Fennec kämpfen und welche auf Nahkampf. Man hat Fähigkeiten in Overwatch. Also jeder einzelne Charakter hat im Normalfall 2 Fähigkeiten plus eine ultimative Fähigkeit. Dazu kommt im Normalfall dann auch noch der normale Angriff und die rechte Maustaste. Normalerweise hat man auf Q eine Fähigkeit, auf Shift, man hat dann auf Q hat man normalerweise die Ulti, auf E hat man die normale Fähigkeit, auf Shift hat man die andere Fähigkeit, dann hat man im Normalfall nicht bei jedem Charakter, hat man noch eine rechte Maustaste und dann hat man noch linke Maustaste zum Angriff. Dann gibt es einen Charakter, der Türme stellen kann, es gibt einen Charakter, es gibt einen Charakter, der einfach mal die Wand hochläuft und sich oben irgendwo hinstellt und mit dem Bogen runterballert. Dann hat er einen Schuss mit dem Bogen, der sich in 5 verschiedene. Nee, gibt's noch mal, der hat sich verändert. Die Attacke haben sie genervt, leider. Es gab den Mehrfachschuss, wo sich in 5 Pfeile aufteilt. Der ist jetzt mittlerweile ein Schuss, der einfach nur noch schnell 5-6 Pfeile abballert. Dann gibt's Mercy, ein Charakter, der Leute von den Toten wieder aufleben kann. Fliegen kann sie, wenn sie ihre Ulti. Oder konnte sie, glaube ich, wenn sie ihre Ulti anhat. Das ist, glaube ich, auch genervt worden. Dann gibt es einen Typen, der sich kurzzeitig unsterblich machen kann, mit 2 fetten Wummeln rumrennt, sich teleportieren kann. Also ich finde, dass man das nicht mit CSGO oder generell mit irgendeinem anderen Shooter vergleichen kann. Ich habe auch schon abgefahrene Shooter gespielt mit irgendwelchen kranken Fähigkeiten oder so vom Charakter. Aber ich finde nicht nur das Spielmodi, sondern ich finde auch die Situation selber ist komplett was anderes.
Ach man. Also ich finde nicht, dass man es vergleichen kann. Wie ich schon gesagt habe, ich persönlich bin der Meinung, man sollte für Overwatch ein neues. Man sollte meiner Meinung nach für Overwatch ein neues Genre entwickeln oder rausbringen, und zwar das Genre MOBA-Shooter, finde ich. Gut, man hat nur eine Lane, aber man hat auch mal Sachen, wo man beschützen muss, mal Sachen, wo man liefern muss, dann hat man natürlich ganz normales Deathmatch, was dann schon mehr auf Shooter abgezielt ist eigentlich. Aber das ist halt nicht der Normalfall. Ich meine, ein normales Deathmatch macht man nicht in der Season zum Beispiel. Wenn man Ranked spielt, dann spielt man kein Deathmatch im Normalfall. Habe ich zumindest noch nie gehabt. Ich sehe 5 Controller in. Was? Ich sehe 5 Controller in deinem Amazon-Liste. Welchen brauchst du davon derzeit am dringendsten? Spontan würde ich eigentlich sagen die SNES oder die Computer-Controller. Bei meiner ist nämlich von meinem Rechner ist nämlich draufgegangen. Also einen von den beiden. Wobei ich auch die N64 Controller brauche ich jetzt nicht so dringend. Ich weiß allerdings nicht. Ich habe längere Zeit, N64 habe längere Zeit nochmal gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie weit die das sind. Aber die SNES Controller wäre nicht schlecht, weil kann ich dann mal SNES aufnehmen. Oder der Computer Controller. Wii U drängt überhaupt nicht, oder der Switch, weil da habe ich welche da. Und die N64, also N64 Super Nintendo oder der Computer Controller. Einer von den dreien. Sind so die wichtigsten im Moment. So. Ja. Nigo, Dankeschön für die 50 Likes. So, ein Lied noch und dann würde ich offline gehen. Es ist schon wieder eine Stunde rum. Das war jetzt eigentlich nur so, ja, selbst wenn ich bis eine halbe Stunde online bin, gehe ich offline. Also schon wieder eine Stunde rum, Alter. Was ist denn das zur Zeit? Ich krieg das gar nicht mit, wenn eine Stunde rum ist. Oh, hier rum ist so geil. Entschuldigung. Und von den dreien, welcher ist da am wichtigsten? Habe ich ja schon gesagt, im Prinzip, also Super Nintendo oder Computer halt. Such du halt aus, weil du musst nicht, ne? Du musst mir überhaupt nichts schenken. Ich freue mich, wenn du zuschaust. Das reicht mir immer schon. Damit bin ich schon glücklich. Ist ja auch schon sehr spät, stimmt ja. Geh auch gleich in die Haier. Ja, in die Haier gehe ich erst um 4, 5 herum. Vielleicht sogar erst um 5 für heute. Oh, ich liebe Yoruma. River Flow in You. Unglaublich schönes Lied. Weiter der 6 Nachrichten von armseligen Schlurkenlutschern.
Los, beweist mir als weiter, dass ihr noch da seid. Ja, es sind noch mal zwei, drei Hater da, die spammen. Und weiter? Lasst es endlich gut sein. Akzeptiert, dass es vorbei ist. Ihr macht euch nur selber lächerlich. Alexa, zeig mir die Antwort. Okay. So, das nächste Lied wäre jetzt direkt weitergegangen, aber das hatte ich jetzt nicht vor. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream, beim nächsten Video wieder mit dabei. Wann der wieder ist, weiß ich natürlich wieder nicht. Jetzt habe ich schon dreimal heute gestreamt. Oder jetzt in dem jetzigen Tage, in dem jetzigen Wachzyklus. Vielen Dank. Ihre Bestellung wurde bearbeitet. Der PC-Controller kommt am Mittwoch. Alles klar. Danke dir. Na dann, freue ich mich. Weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Dankeschön. Na gut, also wie gesagt, Leute, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Schlaf gut, Drache, bis morgen, wenn du streamst. Falls ich streame, ist die bessere Aussage. Gute Nacht, vielleicht bis morgen. Genau, das ist die richtige Aussage. So, haut rein, euer Drache. Tschüss. Macht keinen Blödsinn, macht mir keine Schande. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ciao. Und vor allem an die lieben Hater, lasst das Haten. Wenn ihr andere verletzt, verletzt ihr letzten Endes nur euch selbst. Und ja, das war kitschig, aber der Satz stimmt.